Ja, gut, willkommen bei den Cooking Tipps zu unserem wunderbaren vegetarischen Gericht mit Jacuzza. Da hatten wir gebratenes Gemüse mit dem Kartoffelpüree. Alternativ, wenn ihr sagt, oh, Kartoffeln, nicht so Bock drauf, hier Bock auf Reis, zeige ich euch einen wunderbaren Limetten- oder Zitronenreis. Und zwar braucht man dafür zwei Schalotten, das ist ganz einfach, die einfach schön gepflegt runterschneiden. Dann Öl in einen Topf geben. So. Topf ist jetzt schon heiß. Dann dazu die Schalotten. Ich kann mal zeigen, so sieht das aus. Ne? Schalotten im Topf. Haben wir auch noch nicht alle gesehen. Dann ein bisschen Knoblauch dazu. So. Auch mit rein. Jetzt hier Limette. Außen Schale großzügig abschneiden. So. Richtig schön. Das Ganze auch noch halbieren. Schale mit anschwitzen. Das gleiche von der Zitrone. Wir können also da noch mal so einen Zitrusreis jetzt hier. So, auch mit rein. Da jetzt oben drauf Basmati-Reis. So. Ja. Alles anschwitzen. Vorne rein. Bisschen Salz dazu. Wo haben wir es? Hier. Dann für den Geschmack noch ein paar Petersilienstängel. Einfach so, wie sie sind, mit rein. Jetzt löschen wir einmal kurz ab, nicht mit Weißwein, sondern hier mit dem Limettensaft und mit dem Zitronensaft. So, dass gleich von vornherein Säure dran ist. Und jetzt gibt ihr oben drauf noch ein bisschen Geflügelfond oder einfach Wasser. Geht auch, da müsste mit dem Salz ein bisschen mehr noch sein. Dann mit, wie so ein Risotto, ganz langsam einkochen. Und dann habt ihr nachher einen wunderbaren, säuerlichen Limetten-Zitronenreis. Das waren die Cooking-Tipps mit Steffen Hensler.